Leute, jetzt fragt euch sicherlich, warum hat die denn ihre Vlogkamera rausgeholt? Will die heute vloggen? Tatsächlich nicht, aber ich musste heute dieses Video mit der Vlogkamera drehen, weil sonst geht es anders leider nicht. Falls ihr generell so einen Vlog auf meinem Hauptkanal mal sehen wollt, dann stimmt sehr, sehr gerne hier oder hier oben ab. Dann mache ich euch eine Abstimmung rein. Dann kann ich euch ja mal so einen Vlog drehen, was wir den ganzen Tag zu Hause machen. Manu ist da hinten auch schon am Start. Weil wir haben heute noch einiges vor. Vielleicht können wir das ja für euch festhalten, wenn ihr Lust habt. Irgendwie habe ich keine Lust mehr auf den Vlog-Kanal, muss ich sagen. Deswegen wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, hier einen Vlog ausnahmsweise mal hochzuladen. Deswegen gebt mir da gerne Rückmeldung. Auf jeden Fall Thema des heutigen Videos ist Zeig mir mal. Ich habe das nämlich bei der lieben Anne Wünsche gesehen und ich habe mir so gedacht, das ist echt eine richtig coole Videoidee, weil mich auch generell immer total viele Leute fragen, ey, kannst du nicht mal das zeigen? Kannst du nicht mal dies zeigen? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das heute in dem Video. Ich habe mich jetzt hier ganz gut hingesetzt und wir fangen auch direkt an. Und zwar Zeig mal dein lustigstes TikTok-Video. Ich glaube, das habe ich auch erst gestern oder vorgestern hochgeladen. Da hat mich nämlich Manu geprankt und das kriegt er definitiv wieder zurück. Ich glaube, ich muss das Ganze einfach nur mal ohne Ton abspielen, weil ich weiß nicht, wie das aussieht dann mit der Musik. Aber da könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram folgen, falls ihr das noch nicht tut. Da bin ich auch sehr, sehr aktiv und da gibt es auch immer ganz lustige Sachen von mir. Dort heiße ich auch Sarah Desideria und ihr könnt euch mal das Video gerne mal anschauen. Ich trage mir da gerade so eine Maske auf, habe eine Haarmaske auch noch in meinen Haaren und wollte so ein Beauty Day machen. Und Manu dachte sich so, ja, die geht ja eh gleich duschen. Und da habe ich es abbekommen. Ja, er hat mich einfach geprankt. Leute, ihr wisst nicht, wie sauer ich war, ne? Das war so unerwartet. Ich habe mir so, was will er mit diesem Ei so? Und was macht er da mit dem Handy? Weil er hatte auch den Ton aus. Das heißt, ich habe die Musik auch gar nicht gehört, weil sonst wäre ich ja drauf gekommen, dass es TikTok ist. Aber ja, so schnell kann es gehen, ne? Das war auf jeden Fall mein lustigstes TikTok-Video. Ich glaube, das hat auch sehr viele von euch unterhalten. Ich glaube, ich war die Einzige, die es nicht so lustig fand. Ja, machen wir mal weiter. Und zwar zeige mal deinen Kühlschrank. Also das hier ist der Kühlschrank von außen. Der sieht größer aus, als er eigentlich tatsächlich von innen ist. Und zwar, was ist eigentlich das da oben? Das frage ich mich schon immer, ne? Das habe ich nicht einmal aufgemacht seit dem Einzug. Sollte ich vielleicht mal machen. Hey, hier ist ja auch noch... Ist das auch noch Kühlschrank? Nee. Ich dachte gerade schon, oh mein Gott, Leute, ne, guckt mal das Fach. Das ist ein verstecktes Fach, was ich gerade dank euch gefunden habe. Voll krass, dann habe ich ja hier auch noch Platz. Oha, aber das ist dann halt kein Kühlschrank mehr. Naja, auf jeden Fall, wir fangen mal an mit meinem Kühlschrank. Wir haben hier oben ein paar Getränke stehen. Dann haben wir hier an der Seite noch so ein paar Getränke stehen. Ja, ist jetzt ein bisschen unaufgeräumt alles. Dann habe ich hier noch so ein paar Fertigsoßen, die wir eigentlich nur so im Notfall benutzen. Natürlich hier meine Masken für die Haare sind auch noch hier drinne. Dann Getränke, dann haben wir hier wieder Eier. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht aufgeräumt. Käse, ein bisschen Süßes. Milchschnitte haben wir hier auch immer drin. Und dann haben wir hier meinen selbstgebackenen Kuchen, wo ich ja bei Lieferando noch angerufen habe wegen Schlagsahne. Ich habe nämlich gedacht, ich habe noch Schlagsahne. Hatte ich aber nicht. Und da habe ich in irgendeinem Restaurant, was auch liefert, angerufen, mitten in der Nacht und habe die gefragt, ob die mir Schlagsahne verkaufen können. Da haben sie ja gesagt. Ja, dann haben wir hier so eine Knoblauchwurst. Das wurde als Alternative geliefert, anstatt Sucuk. Und das schmeckt halt wirklich nach Teewurst. Also schmeckt mir gar nicht. Teewurst auf dem Brot, ja, aber in so einer Wurst, nee. Schmeckt irgendwie nicht so lecker. Ja, dann haben wir hier noch so ganz viel so Salami und so Zeug, Magerquark und so ein Brotaufstrich. Und dann geht es hier unten weiter. Philadelphia, Exquisa, Schinkenwurst. Dann haben wir hier noch ein bisschen Hotdogs, so ein bisschen ungesunde Sachen. Teewurst auf dem Brot, das mag ich ja ganz gerne. Lachs haben wir hier noch. Das esse ich auch ganz gerne. Actimel, ne, um das Immunsystem zu stärken. Dann haben wir hier so ein paar Früchte. Sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Und ein paar Joghurts. Und hier unten haben wir dann so eine Ecke mit Mayo, Senf, Gurken, Tomatenmark, Remoulade, Rama Creme Fine. Und ja, jetzt piepst der Kühlschrank auch schon. So, und dann haben wir hier noch so diesen Käse, den bunkern wir nämlich tatsächlich, weil der so lecker schmeckt. Den essen wir eigentlich fast täglich von Gazi, diesen Grillkäse, ja, in zwei verschiedenen Sorten. Und that's it eigentlich. Das ist mein Kühlschrank, Leute. Ist jetzt nicht so perfekt aufgeräumt, aber es ist so ziemlich alles da, was man zum Essen und Überleben braucht. Und wie ihr seht, wir haben keine Hamstereinkäufe gemacht. Unser Kühlschrank ist immer so. Und das sieht halt ein bisschen so aus, weil hier halt der Kuchen steht. Zeig mal das Paket, was du zuletzt bekommen hast. Okay, das gehe ich jetzt ganz schnell mal holen. Das habe ich noch nicht ausgepackt. Here it is. Das war auch schon halb offen irgendwie. Aber ich glaube, da müsste eigentlich alles drin sein. Ein Paket von Purelay habe ich bekommen. Mit 9 Schmuckstücken. Ich glaube, diese Aladdin-Kollektion.
Ein Ring. Wow, der ist ja süß. Einmal den hier. Fokus, bist du am Start? Jetzt. So sieht er aus. Mulan, genau. Nicht Aladdin. Habe ich gerade Aladdin gesagt? Ich meinte Mulan. Dann haben wir einmal diese wunderschöne Kette. So sieht die aus. Hallo. So. Ohrringe. Oh, die sind ja süß. Oh, toll. Passend zur Kette. Sehr, sehr, sehr schön. Ich liebe Schmuck von Pure Lay sowieso über alles, Leute. Das sind die Ohrringe. Und mal gucken, was im letzten Päckchen drin ist. Und hier haben wir nochmal Ohrringe. Oh, die sind ja toll. Oh mein Gott. Die sind wirklich wunderschön. Guckt euch das mal an. Das sind solche Halbmonde. Oh mein Gott, wie toll sind die denn bitte? Guck mal. Die sind echt mega nice. Genau, das war im letzten Päckchen drin. Muss ich auch mal bald anziehen. So, das war mein letztes Paket, was ich also zuletzt bekommen habe, was das neueste war. Da stehen noch einige andere unausgepackte Pakete. Warum auch immer, ich pack Pakete nicht sofort aus, sondern ich lasse die immer so 100 Jahre stehen. Und wenn ich mir dann so denke, okay, ich könnte sie jetzt langsam mal aufmachen, dann mache ich sie so auf. Also das ist echt... Ich weiß nicht, warum ich so bin, aber ich bin einfach so. Wir gucken mal, was ich euch als nächstes zeigen soll. Zeig mal deine ganzen Schuhe. Okay, mache ich. Ich zeige euch mal das Chaos dahin. Also so schlimm sieht es ja nicht mehr aus, weil wir haben einen neuen Schrank. Vielleicht haben das ja die ein oder andere mitbekommen. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Wie ich ja bereits sagte, unausgepackte Pakete. Hier sind meine Gassi-Geh-Schuhe. Ich komme gerade vom Gassi-Gehen. Die Schuhe habe ich gerade angezogen für einen TikTok. Deswegen liegen die auch noch hier. Ja, das ist unser neuer Schrank. So, da oben stehen Duftstäbchen, damit es schön riecht, wenn man reinkommt. Und genau, das ist unser neuer Schrank. Das ist ein Pax von Ikea und nur mit Spiegeltüren, weil sonst haben wir keinen großen Spiegel. Und jetzt zeige ich euch mal meine ganzen Schuhe. Also das ist nicht so einfach, das alles auf einen Blick zu bekommen. Die kann ich ja dann direkt auch mal wieder einräumen. So. Ja, wir haben so einen Pax mit solchen Ausschiebeschubladen und ich zeige euch das mal hier ganz kurz. Also es ist halt super unordentlich, ne? Also ich habe richtig, richtig viele Schuhe und die Schuhe, die jetzt hier drin sind, sind nicht mal alle Schuhe. Das hier sind übrigens meine Lieblingsschuhe aktuell, diese limitierten Air Force. Ja, ansonsten sind hier oben noch ganz viele Schuhe von mir und in ganz vielen Kartons noch verstaut. Und hier sind auch nochmal meine ganzen Schuhe. So, hier sind auch noch ganz viele Schuhe einfach wild reingestopft. Da oben auch noch alles reingestopft. Also Leute, ich habe so viele Schuhe und auch in meinem Kleiderschrank habe ich viel zu viele Schuhe. Deswegen, ich kann euch gar nicht alle komplett zeigen, weil einfach alles bei mir sehr unordentlich ist, was Schuhe betrifft, weil ich habe dafür einfach keinen Platz. Zeig mal dein Lieblingsgetränk. Wir stehen hier eigentlich auch schon direkt wieder davor. Und zwar ist das hier mein Lieblingsgetränk. Könnt ihr das sehen? Zitronenwasser trinke ich unnormal gerne aktuell. Und ja, das ist so aktuell mein Lieblingsgetränk. Eigentlich Mezzomix, aber das hier schmeckt mir irgendwie in letzter Zeit etwas besser. Also ist es Zitronenwasser. Zeig mal Mollys Hundefutter. Okay, kann ich auch direkt tun. Wir stehen hier nämlich gerade in der Küche, immer noch. Und ja, ist auch ein bisschen unordentlich. Bei mir ist irgendwie alles unordentlich, was in Schränke verstaut ist. Und zwar haben wir hier ihr ganzes Hundefutter, abgesehen von den Dickmanns. Die habe ich da einfach reingestopft, beziehungsweise Manu war das. Und der Osterhase von Lind ist auch nicht Molly ihr Futter. Ja, aber wie ihr seht, wir haben immer sehr viel Vorrat an Hundefutter. Und zwar haben wir hier immer dieses Futter, von welcher Marke ist denn das? Real Nature, genau. In den verschiedensten Sorten. Und hier unten sind dann noch ihre Lieblingsleckerlis, beziehungsweise ihre Leckerlis, ihre ganzen Leckerlis. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt auch, was ist ihr Lieblingsleckerli? Das ist definitiv das hier. Das ist Mollys Lieblingsleckerli. Das sind solche Kaustangen mit Hühnchen, genau. Die hatten wir auch mal ausprobiert mit Fisch, aber das hat sie gar nicht vertragen. Also das konnte sie irgendwie nicht verdauen. Und falls dann jemand fragt, das ist ihr Trockenfutter, dieses Pinke von Real Nature auch. Also immer von derselben Marke, nur verschiedene Sorten. Genau, außer das gehört natürlich nicht dahin und die Dickmanns auch nicht. Aber wie ihr seht, hier ist halt alles ein bisschen sehr unordentlich. Aber ist ja auch egal, dafür sind ja Schränke da, um sie schön voll zu stopfen. Zeig mal deinen Kontostand. Diese Frage fand ich auch sehr, 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 sehr lustig. Kann ich euch gerne zeigen. Achtung. Kleinen Moment. Hallo, ich will euch was zeigen und dann sieht man es nicht. Ich muss es auf den Tisch legen. Das ist mein Kontostand, Leute.
Aber zeigt's keinem. Jetzt möchtet ihr, dass ich euch mein Lieblingsparfüm zeige. Okay, da müssen wir einmal schnell ins Schlafzimmer, weil ich meine ganzen Düfte dunkel im Schrank lager. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, ich zeige euch jetzt, wo meine Parfüms ihren Platz haben. Auch nicht so ordentlich. Wie gesagt, bei mir ist einfach alles unordentlich, Leute. Aber egal. Das sind hier meine ganzen Düfte. Wie ihr seht, liegen auch noch ein paar hier rum, ein paar liegen da rum. Und mein Lieblingsduft ist aktuell tatsächlich dieser hier. Den mag ich echt sehr, 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 sehr gerne. Und zwar ist das dieser hier von Yves Saint Laurent Libre. So heißt der. Und den hier mag ich eigentlich auch ganz gerne. So, ich habe es jetzt mal hier aufs Bett gelegt. Und zwar ist das hier von Montal Intense Tiare oder so heißt der Duft. Und genau, 100 Milliliter sind das. Aber ich glaube, das gibt es auch nur in diesen 100 Milliliter Fläschchen. Und den finde ich auch echt krass. Aber das ist halt wirklich ein Duft. Der ist sehr, sehr schwer und der gefällt auch nicht jedem, aber der ist wirklich, also immer wenn ich ihn drauf habe, fragt mich immer jeder, oh mein Gott, was hast du drauf? Das ist also ein sehr, sehr außergewöhnlicher Duft. Genau, also ich habe hier noch 10.000 andere, aber eigentlich so die zwei sind echt meine Liebsten. Und das hier kann ich euch für den Frühling empfehlen. Das ist hier von Shiseido Everbloom. So, das hier. So, mittlerweile sind wir ja jetzt schon im Schlafzimmer. Mal gucken, was für Fragen wir für Schlafzimmer haben. Zeig mal dein Lieblingsparfüm, haben wir ja jetzt gerade gemacht. Mollys Hundehütte, also zeig mal Mollys Hundehütte und woher die ist. Muss ich auch mal schnell abhaken. So, also Mollys Hundehütte wollt ihr sehen. Zu dieser Hundehütte bekomme ich so viele Fragen, Leute. Und zwar ist das hier Molly ihre Hundehütte und die schläft da gefühlt nie da drinnen, wobei die wirklich wunderschön ist. Die hat hier auch so ein ganz, ganz tolles Logo und man kann die von hier oben dann auch nochmal aufmachen. Moment. So, man kann die dann aufmachen und dann halt eben zumachen. Und da gibt es auch einen Reißverschluss hier. Ja, ich finde die Hundehütte wirklich wunderschön und wir haben die aus so einem Store hier in Berlin. Der heißt Society Dog, also ich habe das da auch alleine gekauft. Ich glaube, das kann man sogar auch online bestellen und ja, Molly liegt da nie drin. Also ich habe diese Hundehütte, ich habe mein Geld aus dem Fenster geworfen, weil sie schläft nur im Bett und sie geht nicht einmal hier rein. Aber die hat ja auch hier so eine Treppe, das heißt, die kommt hier immer hoch und deswegen, die schläft nie in dieser Hütte. Auch nicht mal so zum Chillen, also wird total gar nicht benutzt hier. So, zeig mal Molly. Ja, kann ich auch sehr gerne machen. Molly, komm schnell. Hier, schnell. Hallo Molly, was machst du denn da auf dem Boden? Willst du nicht ins Bett gehen? Die chillt irgendwie voll gerne auf dem Boden in letzter Zeit, obwohl sie so eine tolle Hundehütte hat und obwohl sie so ein tolles Bett hat. Magst du lieber auf dem Boden chillen, hä? Ja. Mach Sitz. Just fein. Gib Pfötchen und bleib. Die will schon direkt alles machen. Gib Pfötchen und bleib. Fein. Fein. Und roll dich jetzt. Komm, roll dich. Fein hast du das gemacht. Zeig mal deine Designer-Handtaschen. Okay. Zwar nicht alle, aber ein paar kann ich euch zeigen. Die habe ich hier so im Schrank verstaut. Moment. So, ich habe ja so alles im Schrank verstaut. Ein paar liegen da auch auf dem Boden. Hier die habe ich einfach hier so, also ich habe wirklich meine ganzen Handtaschen überall auf dem Boden und so verstreut und im Schrank. Aber hier sind so eigentlich die meisten. Ja, so eine habe ich. Dann habe ich hier noch so eine mit so Blümchen. Meine liebste Handtasche, das wurde ich nämlich auch gefragt, was meine Lieblingshandtasche, also eigentlich aktuell die hier. Und die hier von Prada, diese Nylon-Tasche. Ich glaube, die kennt ihr ja auch mit diesem Teil hier. Dann habe ich hier noch so Klassiker. Hier sowas. Das hier, nach dieser Tasche hier, da gibt es eine besondere Story. Die ist ja super, super selten gewesen. Und ich habe sie dann bekommen, die allerletzte. Und sie wollte mir dann die Tasche im Endeffekt unbedingt abkaufen. Hat mich dann über die ganze Frankfurter Zeit verfolgt damals. Wo ich mir so dachte, Alter, du kriegst die Tasche nicht, ist meine. Ja, genau, und dann habe ich hier noch so eine und das war's eigentlich. Achso, und hier sind übrigens noch meine Schuhe, wo ihr ja eben noch gefragt hattet. Also da ist auch noch ein Teil verstaut. Und wie ihr seht, hier ist auch alles super, super unordentlich. Einfach um drauf geknallt. Yo. Jetzt sind wir schon im Bad. Zeig mal dein Lieblingsabschminkprodukt. Da habe ich zwei, drei. Und zwar einmal Bioderma. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon benutze. Bestimmt schon 8 Jahre. Es ist das beste Abschminkzeug auf der ganzen Welt. Es ist halt nur ein bisschen teurer, weil es halt in der Apotheke gibt. Dann benutze ich auch noch sehr, sehr gerne von Hello Body dieses Aloe Aqua.
finde ich auch echt super. Und das hier ist leider schon fast leer. Da ist nur noch ein ganz, ganz bisschen drin von M.A. Sam, das Hydromizellenreinigungswasser. Ist auch sehr gut. Alle drei schminken dich mit einem Wisch ab. Wie ein Zewa, so mit einem Wisch ist alles weg. Deswegen finde ich die auch echt mega, mega gut. Und warum juckt mich jetzt meine Haut? Naja, auf jeden Fall, das sind so meine drei Lieblingsabschminkprodukte. Zeig mal deine Duschkabine. Okay. Hä? Okay, die ist jetzt nicht geputzt oder so. Hier steht auch immer so mein Bademantel und ein Handtuch eben zum Abtrocknen. Und ich zeige euch jetzt mal meine Duschkabine. So sieht das hier von oben aus. Warte, ich gehe mal rein. Also meine Duschkabine ist wirklich sehr unordentlich. Wahrscheinlich fragt ihr deswegen danach. Also, hier haben wir von Mermaid & Me dieses Kopfhautpeeling. Das liebe ich. L'Oreal Shampoo von M.A. Sam. So ein Dusch... wie heißt das? Duschpeeling, so eine Seife, so eine Aktivkohleseife für Körper und Gesicht, einen Rasierer und hier könnt ihr dieses ganze Chaos auch nochmal von nahem betrachten. Also das sieht wirklich nicht so schön aus, aber das sind eigentlich so alle Produkte, die ich sehr, sehr gerne benutze. Manusein Shampoo. Ja, dann haben wir hier noch so Pomelo, was auch sonst. Das hier ist auch schon fast leer, muss ich mir neues kaufen. Dieses Nutri-Koffein-Shampoo. Dann haben wir so ein Shampoo hier. Das habe ich euch des Öfteren mal bei Instagram gezeigt. Das ist ein Shampoo-Schaum. Das hat nur natürliche Inhaltsstoffe drin und nur das, was eure Haare tatsächlich zum Waschen brauchen. Also wirklich besser geht es gar nicht von den Inhaltsstoffen her. Das kann ich euch eventuell auch mal in der Infobox verlinken. Das liebe ich. Ja, und das benutze ich eigentlich auch jetzt aktuell hauptsächlich und habe auch Manu verboten, das zu benutzen, weil das auch nicht gerade so günstig ist, aber es hilft halt. Damit wasche ich einmal die Woche meine Haare, ohne Trockenshampoo benutzt zu haben. Ja, und wie ihr seht, so sieht halt meine Dusche aus, ne? Also, es ist von jedem ein bisschen was dabei, ne? Bisschen Hundeshampoo. Ja, ihr fragt doch mal, was für Hundeshampoo ich benutze. Also, das hier benutze ich immer für weiße Hunde. So Leute, das war es auch schon mit meinem Video. Wenn ihr euch einen zweiten Teil wünscht oder euch dieses Video generell gefällt, dann hinterlasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass ich sowas nochmal machen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao.